Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns in der Schrauberecke. Das bedeutet, wir bauen ein neues Bike auf. Ich habe hier oben nicht reingelunzt. Das war Christoph und Tim. Ist nicht schlimm, aber ich habe mir das Bike noch nicht angeguckt. Ich weiß, was drin ist, aber ich bin gespannt. Ich habe es auch schon mal live gesehen im Greenhill Bike Park. Ich habe richtig Bock. Es ist auf jeden Fall schon zusammengebaut, aber nichtsdestotrotz haben wir ein bisschen was zu schrauben und wir bauen heute teilweise ein neues Bike auf. Ich bin hyped, immer wieder geil hier zu stehen und eine neue Waffe aufzubauen von Rose Bikes. Ich würde sagen, los geht's, Bike Build Video und natürlich erster Test. Ich glaube, ihr habt den Gesichtsausdruck gesehen, wie ich das Bike zum ersten Mal gesehen habe. Ich mache nebenbei mal schon ein bisschen ab. Ihr seht das gleich, vielleicht jetzt hier schon blitzen, genau. Das ist das neue Rose Scrub. Und das hatte ich ja mittlerweile nur als Freeride-Variante, heißt mit Single Crown. Und habe es jetzt endlich als Downhill-Variante geliefert bekommen, sprich mit Doppelbrückengabel. Hier ist jetzt die rote Boxer drin. Die Kombi sieht einfach nur geisteskrank aus, nämlich noch mit den roten XO-Kurbeln, die sich hier hinter dem blauen verstecken. Rote Details, ganz klein auf dem Hoserahmen, die das Ganze abrunden. Und Alter, es sieht einfach nur wahnsinnig gut aus. Ich finde die Farbe auch von meinem Scrub bisher super geil. Ich finde auch das Cherry cool, aber ich hatte noch nie so einen raw polierten Rahmen. Und ich feiere es komplett, vor allem mit dem Rot kombiniert. Es ist minimalistisch, aber absolut nie langweilig. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach übelst High Quality, sieht's aus. Manchmal, wenn dir was einfällt, darfst du gerne mal reinlaufen. Okay. Alter Vater. Man hätte auch den Sattel abmachen können, aber ich wollte es jetzt einfach abreißen. Ich kann gern noch was erzählen. Und zwar habt ihr jetzt vielleicht schon gesehen, wir haben nicht sau viel zu tun, aber Laufräder sind jetzt hier drin. Falsche Reifenmarke, falsche Laufradmarke. Wir haben natürlich Novatec-Laufräder da, die kommen rein. Wir haben Conti-Reifen da, die kommen natürlich drauf. Und ich wette, das ist zwar kein Rot, aber das Orange von den Conti-Reifen kombiniert mit dem Rot sieht super geil aus. Und was mir auch gleich auffällt ist, ich ziehe mal eins raus, ist nur ein Mini-Detail, aber das Novatec-Logo hat auch Rot drin. Und die verbauen immer so zwei rote Speichennippel. Und das sind einfach so kleine Details, die dann wird geil aussehen. Und wir montieren die Galverscheiben an die Laufräder, damit das Ding so richtig Bremspower hat. Und natürlich MTN Components, Cockpit, Lenker, Vorbau, Griffe, kommt natürlich auch an. Das machen wir jetzt. Was sind das für Bremsscheiben von Galver? Das sind ja nicht die. Das sind die neuen Shark Bremsscheiben. Die habe ich euch mal, ich glaube es ist mittlerweile nicht ganz zwei Jahre, aber so ein Jahr und 10 Monate ist es her, da haben die Shark-Bremsscheiben vorgestellt und wir haben einfach nur volle Transparenz, wir haben 2022 zusammengearbeitet. Dann hat Galver gesagt, die können leider 2023 nicht so viel Geld im Marketing ausgeben und da haben wir uns dann drauf geeinigt, die haben mir trotzdem weiter Stuff geschickt, aber ich sollte die oder habe die daraufhin dann nicht immer erwähnt und gezeigt. Die sind Supporter von dem Channel und vom Leben als Profi-Mountainbike-Sportler. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Die Reisen und so weiter, Filmer etc. pp. Sind dieses Jahr wieder mit am Start. Die haben gesagt, wir machen sehr, sehr gern wieder was. Weitergefahren bin ich die teilweise eh die ganze Zeit noch. Ich habe sie am Scrub, hatte ich sie letztens nicht rangebaut, weil ich einfach das Ganze mal checken wollte und auch vergleichen. Und man muss sagen, es macht schon einen ziemlich großen Unterschied. Deswegen natürlich sehr, sehr gern wieder auf Galver. Also wir haben mittlerweile ein bisschen weiter gemacht. Vorderrad steht soweit. Laufräder sind hier ausgebaut. Seht ihr natürlich, hier ist jetzt schon die Galver Shark Scheibe drauf.
Wir haben den Kryptotal-Reifen drauf. Eine Anmerkung wieder an der Stelle, ihr kennt es aus meinen Videos mittlerweile zur Genüge. Wir haben Novatec Hinterrad, was passt. Das passende Vorderrad haben wir aber nicht. Wir haben 29 Zoll Laufräder, aber nur mit 15 mm Steckachse. Wir brauchen aber eine 20 mm Steckachse und 29 Zoll. Ich hätte ein Laufrad da, 27,5er. Aber, was passen würde, aber ich will Mullet fahren und das auch so testen. Und deswegen stecken wir irgendwann hier noch ein Novatec Laufrad rein. Ist jetzt bestellt, nebenbei gemacht. Aber wir bauen jetzt so zusammen. Ist jetzt ja aber auch nicht schlimm, aber ihr seht es ja eh, wer aufmerksam zuguckt, deswegen wollte ich es euch erklären. Ja. Die Boxer Ultimate kombiniert mit den Condi-Reifen, mit dem Orange. Ey, generell, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde das Rot kommt richtig geil mit dem Raw-Rahmen. Und Größe, das haben wir gar nicht gesagt, Größe ist eine M von dem Bike, heißt etwas kürzer. Wollte ich einfach mal testen. Bei dem Freeride-Modell habe ich eine L und eigentlich ist der Plan, ich will das aber auch mit dem Downhill-Setup mal testen, eigentlich ist der Plan, M-Rahmen als Freeride-Bike und L-Rahmen als längeres und somit schnelleres Downhill-Bike. Ich will es aber trotzdem mal so rumtesten. Deswegen das jetzt erstmal als M. Also ich habe mir schon ein bisschen was dabei gedacht und ich switch dann potenziell nochmal um. Rahmen, das ist ja meine. Genau. Nicht wirklich Raum, ich kann ja einfach Gabeln hin und her tauschen. Stimmt. Genau, das ist der Plan. Und dann kann man das mal alles ein bisschen durchprobieren, was einem am besten gefällt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hinterrad habe ich gerade schon die Kassette drauf gemacht auf das Demon XL Laufrad. DJ. Auch hier wieder Galfer, Scheibe, Shark Disc wegen den Zähnen, die überall reingefräst sind. So, jetzt haben wir hier einen Kryptotal-Reifen, 27,5er, 2,4 Falt, Downhill-Karkasse, passend natürlich zum Bike und den ziehen wir jetzt hier drauf. Und der Jonas, der jetzt mit in Madeira war, auf Madeira war, der spürt jetzt auch auf die Reifen. Ich finde die hammergeil. Haben mich noch nicht enttäuscht und sehen dazu auch noch jetzt hier auch super aus und funktionieren richtig Bombe. Schlaufe. Noch nicht. Jawohl. Hinterrad ist auch fertig. Kryptotal-Reifen drauf. Galfer-Scheibe. Lassen wir jetzt aber noch draußen. Wir wechseln gleich die Kette. Noch im demontierten Zustand. Und bauen aber vorher jetzt mal noch die Pedalen ran. Bike Crease von Motorex. Bisschen Gewinde vorfetten. Ist besser flutscht. Kann man das so sagen. Wozu nimmt man das denn wirklich? Jetzt mal ein kleines bisschen Theoriestunde her. Wozu nimmt man denn Fett auf dem Pedalgewinde? Damit es sich besser reindrehen lässt und auch besser wieder ab. Besser ab ist, glaube ich, genau das Ding, um was es wirklich geht. Ah, weil wenn ihr die Pedalen ja nicht abmacht oder noch länger und dann versucht ihr sie runterzubauen, Alter, bisschen Fett dran und ihr kriegt die irgendwann auch mal wieder ab. Wir wechseln natürlich noch die silberne Kette zu einer wunderschönen goldenen KMC-Kette, die das Gesamtbild einfach noch abrunden wird, habe ich am Anfang in meiner Aufzählung vergessen. Aber seit vielleicht sind 7 bin ich für KMC am Start. Genauso wie Rose. Rose ist jetzt 9. Jahr einfach mein Partner. KMC auch. Habe ich hier Schmiere oder was? Nee. Das ist krass. Die beiden Partner sind am längsten schon mit dabei und ist ein Träumchen, immer wieder so eine goldene Kette an so ein wunderschönes Rose-Fahrrad zu bauen. Wir haben auch gar keinen kompletten Bike-Check gemacht, aber an der Stelle noch. Wir haben den neuen Ultimate-Dämpfer von RockShox auch drin und die Code Ultimate RSC-Bremsen vorne wie hinten. Da kommt vielleicht noch was, dass wir da auch was testen, aber ist noch nicht ganz raus. Wir fahren erstmal die Bremsen. Und bereit fürs Hinterrad. Kette ist drauf. Jetzt können wir hier das Hinterrad montieren.
fehlt nur noch der Lenker. Ah, schön. Ja, keine Pausen, wir machen weiter. Soundcheck, 1, 2, 3. Ui, ui. Nice. Ist auf jeden Fall auch ziemlich surreal, sagen zu können, wir montieren jetzt unser eigenes Cockpit hier auf diesem Bike, um das Ganze zu vollenden. MTN Components, Downhill-Vorbau, unser eigener Vorbau. Gibt's bei themotionbrand.com, Werbung an eigener Stelle, Werbung in eigener Sache an der Stelle. Wir haben hier an dem Vorbau auch, also es haben viele Hersteller, ist mir bewusst, aber wir können auch hier die Weiten einstellen. Ich habe mich jetzt für die weiteste Länge entschieden, weil das Bike ja eine M ist und deswegen denke ich, ich bin ein großer Kerl, ein bisschen weiter vorne macht Sinn und ja, man kann hier zwei Längen einstellen am Vorbau. Ich nehme, wie gesagt, die längste. Sprich den Reach. In Fachkreisen sagt man Reach. Exactly right. Irgendwas? Keine Ahnung, ob ich das tue. Ich habe richtig Bock, da mit Klino runter zu ballern. Alter. Mit oder ohne Schnee? Ohne Schnee. Nee, um ehrlich zu sein, jetzt mit dem Downhill da die Skipiste runterzufahren. Ich habe letztens, sage ich euch, ich habe das Skibike mit nach Klinovec genommen. Und da war so viel los, ich hätte 100% irgendjemanden auf die Hörner genommen. Und das will man natürlich nicht. Ich wollte ein Skibike-Video für euch, ein Snowbike-Video für euch filmen. Konnte es aber nicht machen, weil es war geisteskrank. Und nicht nur eigenen Vorbau haben wir jetzt zu montieren, sondern auch unseren MTN Components Lenker 25 mm Rise 800 mm Breite. Lasse ich jetzt auch auf die Breite beim Downhill, weil immer viele Fragen, es hat jetzt zwar nichts mit dem Bike zu tun, aber am Dirt Jumper fahre ich 740 mm Breite für Barspins. Das ist meine persönliche Einstellung dafür und wir haben natürlich noch schwarze MTN Components Griffe, die wir auch gleich noch montieren. Unsere Griffe ran. Sieht schon gut aus. Danke. Andere Seite. Ich freue mich dann immer, halt echt mal dann einen Schritt zurückzugehen, wenn es fertig ist und sich das mal von Weitem anzugucken. Weihnachten einfach. Weihnachten nochmal im Februar. Könnt ihr auch haben, wenn ihr den Lenker kauft. Wir haben es vom Montageständer geholt. Und es ist einfach eine übelste Waffe. Ich finde es hammergeil. Ich kann es nicht erwarten, das Teil zu testen. Ich drehe es nochmal rum. Wow. Also ich finde, das Gelb von den Reifen geht gut mit einher. Und ansonsten die roten Details auch am Schaltwerk ist einfach nur eine übelste Waffe. Abgerundet mit unserem MTN Cockpit. Ich kann es kaum erwarten. Geil. Es gibt natürlich wieder ein cinematografisches Video für euch. Den Ausdruck können wir nicht aussprechen auf YouTube, dann wird das Video vielleicht gesperrt. Aber das Video gibt's jetzt. Waffe, wir gehen dann gleich noch testen, ich habe richtig Bock. Alter, ist das geil. Nice. Wir sind im Wald, die Waffe jetzt zum allerersten Mal testen und auch hier in dem natürlichen Habitat sieht es einfach nur krank aus. Ich gebe mal einen cleanen Hintergrund. Tim, du fährst heute auch das Scrub zum ersten Mal, ne? Jawohl. Tim hat das auch bekommen vor ein paar Wochen, zwei Wochen. Ist direkt erste Abfahrt und ich schneide das jetzt ungefiltert mit rein. Einfach erste Abfahrt. Wird jetzt wahrscheinlich nicht das schnellste überhaupt sein. Erstmal dran gewöhnen, gucken, wie die Strecken sind. Hat viel geregnet, aber Alter, es ist geisteskrank. Einfach im Wald, wunderschön, los geht's. Okay, Abfahrt. Hier ist ein langes Ziehstück, hier passiert jetzt nicht viel. Ja.
Yes! Auf jeden Fall recht nasses Laub hier. Hä? Ist doch gar nicht kaputt. Ha, einer hat gesagt, es wäre kaputt. Ist es aber nicht. Juhu! Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich richtig gut an. Yo. Also erstes Feeling, saugut. Natürlich muss man sagen, es sind eher Enduro-Trails und keine geisteskranken Downhill-Abfahrten. Aber schön. Nicht mehr ganz so sauber, aber trotzdem noch clean. Und man glaubt schon wieder gar nicht, dass es Februar ist. Wir haben 7, 8 Grad und die Sonne ist draußen. Es fühlt sich eher an wie 11, 12. Ich habe mich trotzdem dick eingepackt und jetzt ist es ganz schön warm hier. Deine Socken matchen komplett dick. Ja, Absicht. Dem Bike. Mein Hoodie matcht mein Bike nicht, aber was soll's. Ja. Nummer 2. Alter! Mal den kleinen Fehler oben, aber es darf passieren. Es liegt auch extrem viel Laub, was ein bisschen rutschig ist. Riesenpfütze. Schön. Macht richtig Bock. Übelst geil. Es läuft so schön ruhig. Über alles drüber. Krieg nicht genug von diesem Ausblick. Ausblick nach unten und Anblick von der Seite. Für alle. Mein absoluter Lieblingstrail. Das ist der mit dem Boner Lock. Werdet ihr gleich sehen bzw. Drop. Let's go! Ihr habt ja gesehen, das ist der Trail mit dem Boner Lock und den filmen wir natürlich nochmal von außen. Schneiden wir jetzt hier in den Run einfach mit rein. Oh, das Bike läuft so gut. Pfütze. Ausgetrickst. Oh! Die Rinne war weird. Boah, er ist gut eingeschlammt an manchen Stellen. Yes, sir. Also Fazit, es macht auf jeden Fall komplett Bock, das Bike. Jetzt durch die Schlammrillen sind auch die Kondis auf jeden Fall jetzt nicht mehr schwarz. Bike funktioniert super, aber ich finde, mit dem Downhill-Bike ist dann der Punkt an solchen Strecken erreicht, wo man sich dann denkt, und ich denke, so geht es auch vielen von euch, dass man sich denkt, wann machen die Bikeparks bitte, bitte wieder auf. Und wir haben ja erst Anfang Februar. Es dauert auf jeden Fall noch eine Weile, aber bei dem Wetter könnte man eigentlich die Bikeparks auch schon wieder aufmachen. Geht natürlich nicht. So gut. Es läuft richtig gut. Es sieht schön aus. Und ja, Video ist schon recht lang. Das würde ich jetzt mal als ersten Test belassen. Wir fahren auf jeden Fall definitiv noch ein paar Runden. Aber ja, das einfach mehr einfach in einem weiteren Video, wo wir vielleicht irgendwie Strecken fahren, die noch ein bisschen downhill-lastiger sind, haben wir auch ein paar. Das war es jetzt vom ersten Test. Fahrrad ist super geil. Rose Scrub, wer sich für das Bike interessiert, wie immer, natürlich Link unten in der Videobeschreibung zu dem Bike.
und auch einen Link zu unseren MTN Components Parts unten. Danke für euren Support. Jacke ist auch neu am Start bei der Motion Brand. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Channel. Und ja, das ist die andere Farbe. Nicht Raw, sondern Cherry vom Scrub. Haut rein. Peace. Manny check. Noch am Ende. Und Straße.